Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Freunde, willkommen. Wir haben zwei Pool-Videos, die wir uns ansehen müssen, beziehungsweise Pool-Garten-Videos, Videos, in denen Flo der Flo potenziell gedisst wird, Quality-Content, die wir uns ansehen müssen. Heute also zwei Ju-Uploads. Ich weiß auch nicht, warum ich ihm diese Ehre überhaupt gebe, aber jetzt ist es irgendwie passiert. Freunde, wir geben uns jetzt das erste Video. 45 rollende Rollen, Rollrasen werden ausgerollt. Da weiß ich ja Bescheid, perfekt. Und dann haben wir noch das andere Gartenvideo, was gestern online kam, was wir uns heute Abend noch geben werden. Okay, Freunde, macht das Sinn? Ich glaube schon. Für alle, die heute Abend nichts zu tun haben, beziehungsweise heute Nacht nichts zu tun haben, Freunde, ich lade euch gerne ein auf ein Date mit mir. Um 0 Uhr werden wir uns wieder die neuen Deutschrap-Releases geben. Kein Livestream, aber um 0 Uhr kommt das erste Video online, weil ich das Video früher zugeschickt bekommen habe. Also um 0 Uhr könnt ihr das erste gucken und dann werden wir uns die anderen Songs in der nächsten Stunde anhören. Also heute Nacht noch ein paar Uploads, Freunde. Freut euch sehr drauf und abonniert auf jeden Fall und macht die Glocke auch gerne an, weil die Mitteilungen wieder nicht richtig rausgesendet werden. Ich sag nur, wie es ist, Freunde, ja? Gut, jetzt schauen wir hier rein bei 45 rollende Rollen werden ausgeholt. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich hoffe, ey, ich hoffe, diesmal gibt es keinen ASMR-Übersteuerung-Moment. Der letzte hat mich echt unexpected getroffen. Ich habe das ASMR gerade sehr gefühlt, wollte schon einschlafen und dann hat es mich rausgekickt. Schaut uns an die Leute, die es auf Juice Reddit gepostet haben. Ich habe das gesehen. Sehr lustig, ich sehe das, Freunde. deswegen hoffe ich jetzt, dass es nicht nochmal passieren geben wird, ja. So. Ein Obdachloser in unser Haus gekommen. Einfach so ein Obdachloser in unser Haus reingekommen. Nein. Doch. Was? Nein. Doch, ist einfach reingelaufen. Läuft einfach rein. Meine Mom so, nein, hier, ich darf nicht rein, seine Firma hier. Hä, was? Die Geschichte muss doch wohl auf einem tatsächlichen Fall beruhen. Bester Pool, Staffel 4. Oh, es geht direkt los. Ja. Naja. Die machen das nochmal schön, weil ich nicht schön genug gemacht habe. Kann ich verstehen. Ey, die Videos sind so gut gecuttet tatsächlich. Verliebt. So, jetzt kommt diese Walze hier. Damit gehen wir überall rüber. Oh, ey, so eine Walze möchte ich auch mal haben einfach. Könnt ihr mir eine kaufen? So, also ein bisschen alles verdichten, runterdrücken. Ich finde Walzen echt geil. Alles auf dem Boden bleiben. Und dann kommt der Rollrasen. Nicht so wie Ju. Zufrieden? Ist der Chef zufrieden? Ja, ja. Ist das sehr schwer mit dieser Rolle? Das ist ganz klein, wir haben normalerweise eine viel größer, aber die kriegen wir nicht durch die Tür durch. Alter, eine süße Rolle. Das ist so eine richtig süße Rolle, Jungs. Die ist richtig süß. Das ist die Walze. Die ist voll süß, Mann. Sehr schön. Oh, sieht so geil aus. Oh. Okay, diese Geräusche sind sehr unsatisfying. Die müsste eigentlich so ein Geräusch machen wie... So ungefähr, dann würde ich es mehr fühlen. Das macht jetzt lieber der Chef, bevor ich es so mache, dass man es nochmal machen muss. Besser ist es. So, der erste Rasen wird gelegt. Oh, ey, Rollrasen ist so geil, Mann. Darf schon drauf gehen? Nee, ne? FBI, open up! Hey! Das ist so ein Dünger hier, Freunde. Das wird ey, das hatten wir früher auch. Wir haben auch mal bei uns Rollrasen ausgerollt, weil irgendwas gemacht wurde. Und dann brauchten wir Rasen. Und dann haben wir das auch so gemacht. Fallen wir jetzt nochmal hier so ein bisschen Dünger, ne, wenn es aussieht. Was? Eine Schalltafel bitte. Ich hab Dünger. Was ist eine Schalltafel? Das was ist wie Hühnerfütter. Ich dachte ganz kurz, dass ein For Real Hühner jetzt auf einmal gespawnt. Wenn Hühner das essen würden, würden die wahrscheinlich platzen, ne? Ey, die armen Hühner! Lass es leben! Lass es leben! Mach das mit Liebe, danke. Ne? Ja. Der Rasen wird dir danken. Zu viel? Nee, ne? Ja, was haben wir? An der Stelle wächst der Rasen dann besonders groß. Oh! Ich glaube, das warst du, ja? Ja, du kannst das ganz locker. Oh, das sieht so geil aus. Ich liebe Rollrasen. Teppich und Teppich. So wie ich dem Lukas in die Haare packen würde. Ja, genau. Richtig genau. Sagen. Perfekt. Oh, das sieht so geil aus. Den Finger klebt. Geh gut damit um. Woher war dieses Soundfile, Bro? Hä? Ein Finger klebt. Ich kann's nicht identifizieren, sorry, Jungs. Geh gut damit um. Ich? Ja. Geh du damit gut um? Ich geh damit gut um. Dann haben wir ja wahrscheinlich keine Probleme.
Lüttig, ne? Okay, gut. Mit dem Brotmesser, geil. Oh, geiler Rasenkuchen. Und, meine erste Rolle? Deine erste Rolle? Warte, gut. Meine erste Rolle in einem Kinofilm. Deine erste große Rolle. Ey, du weißt du was jetzt auch nach langer Zeit der diese wunderbare lilane Unterhose Vergangenheit anhört, ja, dass wir hier keine Christbaumkugeln mehr finden im Garten. Ja. Das wird jetzt endgültig true vorbei sein. Wir werden keine Christbaumkugelsplitter mehr finden können jetzt. Revis Ehre. Wenn keine Christbaumkugelsplitter mehr finden können. True. Jetzt nie wieder Schmerzen im Fuß. Nie wieder. Oh, heilig. Wunderschön. Oh, es ist so schön, ey. Das Herz. Boah, guckst dir oh, an. Oh, es sieht actually gut aus. Vor allem jetzt einfach mal in 10 Minuten schon den halben Garten voll. So schnell, ja. Profis am Werk hier. Profis. Geil, ey. Geil. Alter, geil. Sieht echt nice aus. Darauf tanze ich jetzt erstmal 10 Minuten wieder. Hey! Oha! Ey, wirklich Props für die neuen Videos. Sind echt gut gecuttet. Du weißt, was du gerade tust. Ach ja, ich dachte. Ey, bin ich der Einzige, der findet, dass das lecker aussieht irgendwie? Ah. Ja, wahrscheinlich schon. Anfassen. Meine Hände brennen wieder. Ah, warum macht man mir überhaupt Hände? Was jetzt auch auf, wenn du dir mal jetzt am Pimmel kratzt oder so, ne? Oder an der Rosette. Dann weißt du ja, was dann passiert. Oder an der Rosette. Ja. Obwohl, an der Rosette ist das okay. Das ist dann wie so ein Rosettenbleaching. Ah. Willst du auch legen, oder? Ja. Ja. Oh, er fesselt es wieder an. Och man, Ju, hey. Hey. Okay. So, guck mal, ja, roll es aus, bitte. Komm, ja, bitte mach's. Oh. Das war so satisfying. Gebracht, Lukas. Die letzten Tage hier, ne? Was ist das, Lukas? Was ist das? Future? Wurzel. Nicht mehr. Du hast meine Hand voll Gras. Ich liebe die Soundfiles. Geil. Premium Gras. Premium Gras. Ich bin das erst hinten fertig, dann schneide ich das. Kann man high werden von Gras? Den ab, hol ihn noch zusammen. Hol die nochmal zusammen. Dann kommen wir mit. Die nächste große Rolle. Warte noch mit der Rolle. Nee. Lukas muss sich jetzt beeilen. Der arme Lukas. Jetzt versteht ihr auch die Mähkante, ne? Wenn man Rasenmähen tut, was an sich erstmal gar kein Deutsch war, ja, dann kann man hier ganz gut mähen, ne? Mhm. Mund ist auch nicht, dass deswegen. Hä, kann dieser Rasen wachsen? Kann man den schneiden? Werden ja auch zum Beispiel in Fußballstadien, um so schöne Muster zu bekommen, die halt immer in unterschiedlichen Mähkanten verlegt. Und jetzt passt es genau hier rein, eigentlich. Es passt perfekt hier rein. Alter! Was nicht passt, wird ein Hexenwerk. Wird gepasst! Damit wird nicht nur Brot geschnitten, sondern auch Rasen. Und auch Köpfe. Boah, das geht ja richtig durch wie. Also so. Wie Sahne so. Rätsel. Ja. Genau. Ist doch genau, oder? Ja, so ist gut, ja. Ich hab's nicht. Boah, guck mal. Ich meine, ist ja dein Rasen, ne? Oh. Ey, das sieht so geil aus, alles. Rolle. Ja. Das geht so schnell. Wow. Ey, aber das ist doch voll die unterschiedliche Farbe teilweise. Weil. Oder sieht das nur so aus auf meinem Bildschirm? Nee, das sieht auch so aus. Das ist so. No. Ist hier schon alles grün? Ihr seid so schnell, was ist hier los? Das ist ey, es sieht so nice aus alles! Das ist noch ein Regenwurm. Oh, ey, lass ihn leben! Regenwurm, Leben geschenkt gerade. Danke. Das Leben geschenkt. Oh. Ja. Ey, der sieht echt süß aus, der Regenwurm. Nennen wir ihn Jimmy. Der findet gleich bestimmt hier so eine Granulatkugel und dann stirbt er direkt. Das ist halt echt so. Ey, dieses Geräusch gerade mit den Crocs auf dem Holzding, das war. Das ist dieses anders eklige Geräusch gewesen. Oh nein, wenn ich darüber nachdenke, wird es nur noch schlimmer. Das ist so wie Tafelkreide, also Tafelratsche-Datsche und Styropor. Und Schleifpapier. Das sind meine Top 5. Waren das 5? Ich weiß es nicht. Ah, ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Das sind die top ekligsten Geräusche. Schnell weitermachen. Ekligste Geräusche. Boah.
Wann haben wir angefangen, so ein indisches Drama hier zu drehen mit so einer Road Direction Musik? Ich kann auch richtig gut die einzelnen Rollen, die einzelnen Bahnen erkennen. Noch. Wir werden da auf jeden Fall noch unsere großen, schönen Steinplatten noch überall platzieren, dass es so einen schönen Weg ergibt. Echt? Okay. Oh, you suck! Moin Leute, schau mich hier. Oh, mach eine Mini-Rolle, ja! Oh, wie süß! Oh! Wie süß! Du Messer? Ich werfe das flach, ja? Richtung Knie. Alles schon ready. Ey, alle Sachen, die klein sind, sind süß. Hier. Oh, ich bin im Weg. Ich bin mal wieder im Weg. Was machst du? Gut. Du kannst richtig stolz drauf sein. Da kannst du deinen ganzen unehelichen Kindern von erzählen. Oh, scheiße. Die habe ich ganz vergessen. Ja, die wollen sich auch noch mal bei denen melden. Rente gönnen. Du bist so widerlich, ne? Nur das Ding ist, diese Leute, das ist einfach deren Job. So, das Problem, also das größte Problem ist eigentlich, also wir fangen die Problemkette hinten an, Freunde. Es gibt hier gerade drei Probleme. Deren Job ist es, ihr Rasen auszulegen, während Juve sie basically fast anfurzt, ja? Das nächste Problem der Kette ist, das ist Juves Job, da zu sitzen, das Video zu drehen, wie er furzt und der sich anfurzen lässt. Und kommt zum letzten Problem, das ist mein Job, mir anzusehen, wie Juve furzt. Also wenn ihr irgendwann denkt, ihr habt in eurem Leben nichts erreicht, Freunde. Ihr habt die drei Personen gerade, auf die ihr hingucken könnt und sagen könnt, ah, mir geht's nicht so schlecht, glaube ich, ja? Blair? Ja. Aber das ist in Juice Kultur ein Zeichen der Zuneigung. Damit ja. Will er dir sagen, so, ey, ich mag dich. Das kann ich bestätigen. Ju hat mich mehrfach angefurzt, obwohl ich nicht nachgefragt habe. Hab ich es bereut? Nein. Habe ich es genossen? Vielleicht. So. Ups. Das ist doch ein schönes Zeichen, einem jemandem zu sagen, dass er einen mag. So, wie sieht's hier aus? Krass, tritt man sich einfach. Wunderschön. Ist hier die Ecke schon wieder fertig. Das ist die letzte Ecke, die verlegt wird. Oh ja. Nein, das geht da nicht. Oh no! Oh shit. Ja, das ist eine große Lücke, ne? Sollen wir oben so zwei Stück machen? Moi sitzt da wie so ein Babbo. Ja, irgendwas kann ich auch mal sagen. Sie ist so süß, Moi ist so süß, Mann. Was los? Moi, es passt, Moi, es passt, Moi. Jeder sagt, Digga, heutzutage. Ja, geschafft, ne? Geschafft. Da hat dieses Erdendünger ja länger gedauert. Bam! Da, 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 da. Ey, das sieht aus wie so eine Bahn, Alter. Bam, Bruder. Nice. Was los, Digga, Armer. Aber müssen wir noch gut andrücken. Das steht da noch ein bisschen hoch. Dein Maul. Dein Maul, Thomas. What the fuck? Heftig. Krass. Ich finde, dass wir einfach ein krasses Team alle gemeinsam sind. Was wir alles schon geschafft haben. Wenn man das Bild mal hier sieht. Ich hab gerade auch echt einen schönen Moment, Mann. Oh. Kann man da jetzt auch so Sachen pflanzen und anbauen? Ich würde da so Melonen anbauen oder Bohnen. Übernimm du mal. So weit. We did it, we made it. Der Garten ist jetzt so grün wie der Pool. Ne, I see no fucking difference. True, actually true. Aussiehst. Extrem, Alter, wir haben den Garten zurück erobert. Ist noch nicht ganz fertig, aber werdet ihr noch sehen, was wir noch machen? Aber so sieht's aus. What the fuck? Sieht actually nice aus. Vorher aus. So sieht's jetzt aus. Ist halt echt ein kleines Glow-Up schon. Wenn Ju jetzt selbst auch noch ein Glow-Up macht, dann sieht er vielleicht auch endlich mal so schön aus wie sein Garten. Ja, Lukas bleibt jetzt hier. Und nochmal an der Stelle ein riesen Dank. An Flo, der Flo, das halt immer auf die Videos reagiert. Hey, Ju, weißt du was? Ich bin einfach für dich da auch. Du kannst dich bei mir melden, wenn du irgendwelche Ballons haben willst, dann schicke ich dir einen Luftballon zu. An Mai Hermann nochmal, ne? Es steht ja immer oben links im Video, aber ganz ehrlich, vielen, vielen lieben Dank. Echt? Euch. Wo steht's denn? Danke. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir fertig sind, denn jetzt geht's erst die los. Spaßigen Einheiten hier. Jetzt geht's erst richtig los. Genau, kommt auf die Sitzfläche. Das macht einen Basketballkorb auf die Sitzfläche. Alles noch große Fragen, Freunde. Alles noch Fragen, neue Projekte. Vor allem halt auch der Roboter. Ich möchte noch einen Roboter haben, der hier mäht. Ja, Mann. Ehrlich. Und den Roboter muss Marius selber bauen. Macht ja eh keiner von uns. Pool soll ja im Endeffekt noch leuchten, Alter. Und der Pool soll auch mal ein Pool sein. Ach so. Und da ist ja halt immer noch eine Ansammlung von Spucke. Und dann, Freunde, seid ihr alle eingeladen. Danke, Adresse Bro. Unten in der Videobeschreibung, liebe Freunde. Bis dann.
Ey, Freunde, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Oh, Endclip, Endclip. Wenn kein Endclip kommt, weine ich. Macht einen Endclip rein. Bei Rezo immer Endclip. Ich freue mich, ich lache, ich weine. Und jetzt hier, ich lache nicht, ich weine direkt. Mann. Endclip. Aber nice Video, Mann. Sehr, sehr cooles Video. Sehr gut gecuttet. Und die Leute von MyHammer sind auch alle sehr, sehr korrekt und sehr, sehr nett. Und da haben sich Leute gefunden, die sich auch gefunden haben. Und weil sie halt auch gesucht worden sind, so ein bisschen, ja. Freunde, bleibt auf jeden Fall. Stay tuned. Glocke an. Brrr. Die Glocke. Was macht die Glocke für ein Geräusch? Damit ihr die Uploads nicht verpasst, Freunde. Heute gibt es nämlich noch das neue Pool-Video, logischerweise. Und heute um 0 Uhr von schauen wir uns die neuen Songs an. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wenn es euch gefallen hat, solltet ihr lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, bleibt fresh. So wie immer. Und tschüss.